Zur Wahl des Arztes 2023, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zählt Ihre Stimme und bitte, bitte, bitte unterstützen Sie uns mit der Wahl zum Arzt des Jahres 2023. Wir dürfen in diesem Video Ihnen wieder zwei weitere Nominierte vorstellen und ich fange an mit dem Nominierten Nummer 1, ein Herr, der immer da ist, wenn ich ihn brauche, der immer einen Einwand hat, wenn irgendeine Sendung nicht stimmt. Er sitzt drin im Wissenschaftsgremium von unserer Firma, ist ein Satiriker pur, aber er hat das Herz am rechten Fleck und beschäftigt sich in der Ganzheitsmedizin. Er sieht immer den Menschen im Fokus, hat mein Herz berührt, ein unfassbar toller Mensch. Und wer das ist, das zeige ich Ihnen jetzt gerne. Dr. Med. Simon Feldhaus, der Medizinvisionär, enthüllt die schockierende Wahrheit. Es gibt nie die absolute Wahrheit im Sinne einer Wahrheit, aber es gibt halt faktenbasierte Dinge. Trotz bahnbrechender medizinischer Fortschritte leiden wir immer noch an Körper und Seele. Das teuerste Gesundheitssystem versagt. Doch weshalb? Und was ich wieder nicht verstehe, ist, dass keine offene Diskussion darüber geführt wird, weder in Ärztekreisen noch in Politikerkreisen oder wo auch immer. Eigentlich ist es am Ende des Tages individuell. Man muss jeden Menschen, jeden Fall anschauen. Für den einen ist das sehr, sehr relevant momentan und für den anderen aber in der gleichen Situation ein anderes Thema, weil es ein anderer Mensch ist. Mhm. Und das ist so das. Man kann es nicht verallgemeinern. Man kann Dinge nicht verallgemeinern, weil es viel zu individualisiert ist. Die moderne Medizin mag unterstützen, doch wahre Heilung geschieht durch Selbstheilungskräfte mit Empathie und Selbstfürsorge. Doch in einer von ökonomischen Zwängen beherrschten Welt fehlt uns oft die Liebe zum Selbst und anderen. Dr. Med. Simon Feldhaus, der Ganzheitsmediziner mit klarem Verstand und Weitsicht, klärt als Stimme im Wissenschaftsgremium für Kurs 24 die Fakten auf. Wie alles im Leben hat auch Omega-3 so eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Und es ist nicht so, dass immer mehr mehr ist. Ein Gläschen Rotwein ist okay. Wenn ich 10 Flaschen pro Tag trinke, ist Rotwein schlecht. Da kann ich doch nicht behaupten, Rotwein ist schlecht. Und dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund. Auf den ersten Blick nachvollziehbar, aber in der Realität für Unsinn. Er teilt wichtige Erkenntnisse für unsere Zeit und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, dass die nächste Generation frei, unabhängig und gesund leben darf. So, und da sind wir bereits beim zweiten Nominierten, den ich Ihnen ganz kurz vorstellen darf. Ein Mensch, der mir gezeigt hat, was Wissenschaft wirklich ist. Das ist Kommunikation. Reden miteinander. Nicht einfach entscheidend dogmatisch, sondern Kommunikation. Ein Mensch, der sich mit der Umweltmedizin beschäftigt und zeigt, dass es hier Indikationen hat, hier und hier, die Einflüsse haben auf uns, die zu diskutieren sind. Für mich ein herausragender Wissenschaftler, ein herausragender Arzt mit 50 Jahren Lebenserfahrung. Für uns ganz klar ein Nominierter, der ich Ihnen hiermit mit der Vorstellung gerne zeigen möchte. Dr. Med. Kurt Müller, der unerschrockene Wächter der wissenschaftlichen Integrität. Diese Diskussion ist mir zu flach. Eine traurige Realität. Unabhängige, freie Wissenschaft schwindet dahin. Forschungsergebnisse werden manipuliert, um gewünschte Klarheit zu erlangen. Und das macht uns nur noch trauriger. Wissenschaftlich können wir Interaktionen so bis 3 bis maximal 5 Stoffe beforschen. Also auch bei Medikamenten, oder? 3, 4 Medikamente. Egal, was wir nehmen, bei 5 ist Limit. Mhm. Und über 5 können wir nicht mehr sagen, was stattfindet. Das ist eigentlich ein Experiment, wenn es über 5 ist. Ja, und jeder 70-Jährige in Deutschland hat, das ist ermittelt, durchschnittlich 7 Arzneimittel. Doch halt! Könnten neue Gesetze mit harten Strafen für Interessenskonflikte eine Lösung sein? Dann müssen Sie sich vorher wirklich kompetente Meinung an Bord geholt haben und sich auch sachkundig gemacht haben. Man kann nicht solche Festlegungen treffen, ohne nicht gleichzeitig Beschlüsse für die Handlungsweise zu schaffen. Die Zeit wird es zeigen, aber bis dahin kämpft Dr. Med. Kurt Müller für eine wahrhaft unabhängige Forschung. Die wissenschaftlichen Daten liegen auf dem Tisch und wir müssen uns sehr, sehr sorgfältig austauschen. Studiert in renommierten Universitäten, Facharzt für Dermatologie und ein Experte für Umweltmedizin. Seit über 25 Jahren fesselt er das Publikum in Österreich, Deutschland und Luxemburg mit seiner Leidenschaft für die Wissenschaft. Als Gründungspräsident und Vorsitzender wichtiger medizinischer Gesellschaften ist er eine wahre Legende. So,
So, das waren bereits wieder die zwei Nominierten aus diesem Video. Dr. Med Simon Feldhaus auf der einen Seite und Dr. Med Kurt Müller auf der anderen Seite. Und wenn einer dieser zwei Vorstellungsvideos Ihnen bereits totale Begeisterung gegeben habe, dann wählen Sie doch bitte jetzt gleich ab, denn Ihre Stimme zählt. Und wenn Sie noch nicht ganz begeistert sind, dann schauen Sie sich bitte auch die anderen drei Videos noch an und dann entscheiden Sie. Danke, dass wir auf Sie zählen dürfen. Bis bald und auf Wiedersehen miteinander.